Hallo bei mir im Küchengarten. Heute dreht sich alles um ein ganz besonderes Gemüse oder Beilage. Oder was ist es eigentlich? Ist es ein Gemüse? Also auf jeden Fall geht es um eine Sache, die für jeden Selbstversorger total wichtig und grundlegend essentiell ist zum Anbauen. Und zwar die Kartoffel. In einem Hausgarten, so wie ich ihn habe, ist das natürlich immer recht schwierig, da man einiges an Platz benötigt, um eine große Menge an Kartoffeln anzubauen. Letztes Jahr habe ich ja versucht, meine Kartoffeln in mehreren Kartoffeltürmen anzubauen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Das ist an und für sich eine total geniale Sache. Man pflanzt die Kartoffeln nämlich in die Höhe an und kann auf kleinstem Raum, im besten Fall, eine große Menge ernten. Bei mir hat das aber leider überhaupt nicht geklappt. Das Ergebnis war katastrophal. Das ist aber größtenteils darauf zurückzuführen, dass es im letzten Jahr so extrem feucht war. Und die Kartoffel ist ja wie die Tomate ein Nachtschattengewächs und hat jetzt erstens mit der Kraut- und Braunfäule zu kämpfen und zweitens auch noch mit der Feuchtigkeit. Die Kartoffeln sind mir größtenteils alle im Boden, also in diesen Türmen, verfault, total matschig geworden. Und das Kraut, das gesprießt ist, ist total früh von der Kraut- und Braunfäule dahin gerafft worden. Mir hat mein Herz geblutet, denn solche Kartoffeltürme aufzubauen braucht doch ziemlich viel Zeit und Anstrengung, auch noch recht viel Erde und Material. Also ich war schon richtig demotiviert. Aber wie machen es wir Gärtner? Wir lernen durch Try and Error und wir geben vor allem nicht auf. Dieses Jahr möchte ich es jetzt nicht mit den Kartoffeltürmen versuchen, sondern ich werde meine Kartoffeln in Pflanzsäcken anbauen. Und das Positive daran ist, falls es jetzt doch in diesem Jahr auch wieder so feucht und kalt werden soll, dann kann ich diese Pflanzsäcke am Anfang zumindest, bevor sie richtig voll sind, an einen anderen Ort tragen, wenn nötig unter einen geschützten Bereich. Und so hoffe ich, dass ich dieses Jahr mit meinen Kartoffeln Glück haben werde. So, was verwende ich jetzt dieses Jahr für den Anbau meiner Kartoffeln im Sack? Ich habe mir jetzt hier so von der Befüllung meines Hochbeets so Plastiksäcke, die sind aus Altplastik, habe ich mir gesammelt. Dann hatte ich auch noch einen Sack von meinem Wurmkomposter, wo meine Kompostwürmer drin geliefert wurden. Den habe ich auch noch verwendet. Und man kann zum Beispiel diese blauen oder gelben IKEA-Säcke nehmen, die es gibt. Oder es gibt auch spezielle Pflanzsäcke zum Kaufen. Viele machen es zum Beispiel auch in einem Kübel, in einer Tonne. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Wichtig ist hierbei natürlich, dass man in den Boden Löcher hineinschneidet, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Jetzt kann man diese Säcke so herum verwenden oder man kann auch das Schwarze nach außen geben. Dadurch wird der Sack natürlich wärmer. Ich verwende sie jetzt so herum, da mein Standort nicht so vollsonnig ist. Und ich die Wärme im Sack forcieren möchte, also fördern. Zuerst schneide ich in diesen Sack meine Drainagelöcher rein. Natürlich nicht zu groß, damit mir die ganze Erde nicht wieder rausfällt. Und zu Beginn krempel ich ihn so um, weil die Sache ist die, zuerst gibt man eine Lage mit der vorbereiteten Erde hinein, dann die Kartoffeln, dann wieder ca. 15 cm Erde drauf, dann wartet man 2 Wochen, bis die Kartoffeln schön getrieben haben, das Grün herauskommt und wenn das dann eine gewisse Größe hat, füllt man dieses Grün wieder schön mit Erde auf, da die Kartoffeln eben auch
nach oben wachsen können, vertikal. Sie bilden dann an den Stielen weiterhin diese Speicherknollen, die Kartoffeln, die wir haben wollen. Und das macht man dann so lange, bis der Sack voll ist. Dann lässt man die Kartoffeln einfach stehen, bis das Grün abgewelkt ist. Und dann kann man hoffentlich einen ganzen Sack Kartoffeln ernten. Als Pflanzerde verwende ich eine Mischung aus Gartenkompost. Denn die Kartoffeln sind ja Starkzehrer. Könnt ihr natürlich auch einen aus dem Sack nehmen. Ich habe hier meinen eigenen. Normaler Pflanzerde. Da habe ich auch schon wieder einen neuen Sack für meine Kartoffeln. Und dann nehme ich auch noch etwas Sand. Den hole ich mir immer selbst beim alten Rhein, der ist ja nicht so weit entfernt von dort, wo ich lebe, für die Durchlässigkeit und die Fluffigkeit der Erde. Hier habe ich nun meinen vorbereiteten Sack mit den Drainagelöchern im Boden. Den fülle ich jetzt mit meinem vorbereiteten Erdegemisch. Circa 20 cm hoch. Dann habe ich auch hier noch von meinem biologischen Langzeitdünger. Da gebe ich auch großzügig etwas hinein. Dann habe ich eigentlich die ganze Saison eine Ruhe und muss nur noch vielleicht mal mit einer Brennnesseljauche gießen. Dann habe ich hier meine vorgekeimten Kartoffeln. Die sind von der Sorte Vitabella. Und für so einen Sack, schauen wir mal, wie viel ich da reingebe. Ich glaube, 5 Stück sind hier gut. 4. Und in der Mitte auch noch einer. Ja, das schaut doch gut aus. Und jetzt fülle ich das Ganze, also ich bedecke es gerade so viel mit Erde. Und jetzt wird das Ganze noch schön gewässert. Hier daneben seht ihr einen Sack, den habe ich vor einer Woche gestartet. Und das sieht man jetzt schon, ich zoome mal näher ran, tatsächlich schon das erste Kartoffelgrün rauskommen. Also hier, hier und hier. Da hat das Vorkeimen wirklich was gebracht. Es ist jetzt ganz schnell gegangen. Und dieses Grün lasse ich jetzt noch wachsen, bis es ca. 15 cm hoch ist, und dann fülle ich es wieder mit Erde auf. Da kann ich euch nämlich hier das nächste Exemplar zeigen. Das ist ja der Sack von meiner Wurmfarm, also wo meine Kompostwürmer drin waren. Den habe ich vor ca. 2 Wochen gestartet, und schaut euch an, wie das Kartoffelgrün hier schon ausschaut. Da sind natürlich nur 3 Kartoffeln drin, weil der Sack viel kleiner ist. Aber hier kann ich jetzt schon Erde nachfüllen. Und das Tolle ist ja an den Kartoffeln, wie alle Nachtschattengewächse, wie auch die Tomate zum Beispiel, dass sie eben Wurzeln oder in diesem Fall Speicherknollen, also unsere Kartoffeln, auch nach oben hin am Stiel ausbilden. Und das wollen wir ja hier bei diesen Kartoffeln erreichen, sodass wir nach oben hin quasi jetzt mehr Kartoffeln kriegen. Und der Sack irgendwann mit Kartoffeln voll ist. Dann kann ich das hier weiter nach oben krempeln. Ihr seht also, da ist überhaupt nichts dahinter. Das geht ganz ratzfatz und einfach. Und
Wenn ihr wenig Platz habt, aber trotzdem eure eigenen Kartoffeln ernten wollt, dann probiert das doch gerne aus. Geht auch auf den Balkon oder auf der Terrasse. Ich hoffe natürlich auf eine reiche Ernte und werde euch berichten, wie es gelingt. Jetzt werde ich mir noch ein paar Säcke mehr machen, bis meine ganzen Setzkartoffeln aufgebraucht sind. Die zweite Art, wie ich dieses Jahr Kartoffeln anbaue, das habe ich euch ja schon in meinem Gartenrundgang gezeigt, ist hier in dieser Zinnbadewanne. Die hat unten Löcher drinnen, eine Drainage aus Kies. Und dann habe ich sie dieses Jahr auch wieder sehr gut mit Pferdemist und Bokashi aufgewertet, oben eine gute Schicht Kompost. Und dann hatte ich im Keller noch vergessene Kartoffeln vom letzten Jahr, die total ausgetrieben sind. Ich dachte mir zuerst, das wird nichts. Aber schaut euch diese Pracht jetzt an. Leider kann ich es nicht mehr sehr viel anhäufeln, weil die Badewanne sehr voll ist. Ein bisschen werde ich jetzt noch probieren. Aber das Ergebnis freut mich wahnsinnig. Das war also mein Exkurs in die Welt der Kartoffel, des Anbaus, der Pflege und hoffentlich der reichen Ernte. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bedanke mich sehr. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Mich würde sehr interessieren, ob ihr dieses Jahr Kartoffeln anbaut. Wenn ja, wie ihr es macht. Vor allem auch im Hausgarten, auf kleinem Raum. Ich ziehe immer sehr gerne Inspiration und Ideen für meine Projekte aus euren Kommentaren. Lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, wenn euch mein Video gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in euren Gärten. Die Temperatur wird jetzt immer wärmer, es wird immer schöner. Ich ziehe so viel Kraft und Freude aus meinem Garten. Ich hoffe, euch geht es genauso. Hoffentlich sehen wir uns auch nächste Woche wieder hier bei mir im Küchengarten. Bis dann, alles Liebe, viele Grüße von mir. Macht's gut.